Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Titel Pandemiebekämpfung 2.0. Mein Name ist Matthias Schillinger, ich bin theoretischer Physiker und beschäftige mich als Unternehmensberater aus beruflichen Gründen mit mathematischer Modellierung und Numerik. Ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie man mit einem neuen mathematischen Modell die aktuelle Pandemie deutlich besser bekämpfen kann als mit den klassischen epidemiologischen Modellen. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin. Da meine Frau und ich unsere Hochzeit Corona-bedingt verschieben mussten, habe ich mir im April letzten Jahres die epidemiologischen Modelle einmal genauer angesehen, um herauszufinden, wie lange so eine Pandemie denn dauern kann und wie weit wir die Hochzeit zeitlich nach hinten verschieben müssen. Dabei habe ich festgestellt, dass diese Modelle schlicht und ergreifend falsch sind. Das heißt, diese drei Kurven, die Sie seit Beginn der Pandemie relativ häufig gesehen haben, sind falsch und bilden eine Pandemie nicht korrekt ab. In Wirklichkeit sieht eine Pandemie nämlich so aus: Sie ist viel gefährlicher, aber auch deutlich schneller vorbei. Und in diesem Video möchte ich Ihnen zum einen zeigen, was an den klassischen Modellen falsch ist, denn viele Maßnahmen, die Ihnen aktuell vermutlich unlogisch erscheinen, sind auch unlogisch und basieren einfach auf falschen Modellannahmen. Des Weiteren möchte ich Ihnen zeigen, welche Maßnahmen sich aus einem korrekten Modell ableiten lassen und wie man überhaupt von Modellen auf geeignete Maßnahmen schließen kann. Los geht's! Zunächst möchte ich Ihnen noch zeigen, was denn das eigentliche Problem an einer Pandemie ist, und dazu machen wir jetzt einen kleinen Exkurs. Bei einer Pandemie sind nämlich zwei Aspekte zu beachten. Zum einen die Krankheit Covid-19, das ist natürlich ganz klar ein medizinisches Problem. Aber wenn nur 5 Leute weltweit diese Krankheit hätten, dann hätten wir nicht die Zustände, die wir aktuell haben. Sondern das größere Problem ist eben, dass diese Krankheit oder das Virus, das die Krankheit verursacht, sich ausbreitet. Das heißt, das eigentliche und eigentlich größere Problem ist ein Ausbreitungsproblem. Und dieses Ausbreitungsproblem ist jetzt eben kein medizinisches Problem, sondern ein mathematisches Modellierungsproblem. Und hier können Sie jetzt an dieser Zweiteilung auch sehr schön sehen, wann man sich um das eigentliche Problem, nämlich die Ausbreitung, nicht kümmern muss. Das ist zum einen, wenn die Krankheit generell nicht besonders schwer ist. Das heißt, ein Schnupfen, der sich weltweit schnell ausbreitet, ist kein Problem. Oder wenn Sie eine Krankheit haben, die durch Medikamente oder Stärkung des Immunsystems oder eben durch Impfen gemildert werden kann, also Sie können die Symptome abmildern, dann brauchen Sie sich eben auch nicht um die Ausbreitung allzu viele Gedanken machen, sondern können die mehr oder weniger einfach laufen lassen. Wenn Sie das eben aber nicht haben und eben schwere Symptome, so wie jetzt bei Covid-19, dann muss man sich eben um das eigentliche Problem, die Ausbreitung, kümmern. Und auch die Ausbreitung hat jetzt verschiedene Lösungsansätze. Ja, die können auch wieder medizinischer Natur sein, die können aber wie Masken rein physikalischer Natur sein oder eben auch verhaltensbasiert oder mikrobiologisch. Das heißt, hier für dieses Problem gibt es verschiedene Ansätze aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die man jetzt zusammen in ein Modell packen muss und beurteilen, wie diese Maßnahmen sich auf die Ausbreitung auswirken. Und das möchte ich Ihnen in diesem Video heute eben zeigen. Ich möchte Ihnen zunächst das klassische SIR-Modell erklären, das die Grundlage für die meisten komplexeren Corona-Modelle bildet. Es geht davon aus, dass ein Infizierter nach Überstehen der Krankheit eine Immunität ausbildet. Im Modell werden daher drei Gruppen betrachtet: die suszeptiblen S, das sind die noch ansteckbaren Personen, die infizierten I und die nicht mehr ansteckbaren R, die eine Immunität gegen die Krankheit entwickelt haben. Infiziert sich ein Suszeptibler mit dem Virus, geht er in die Gruppe I über. Sobald er wieder gesund ist, wechselt er in die Gruppe R. Der Wechsel zwischen den Gruppen erfolgt also über Neuinfektion und Gesundung. Die Neuinfektionen an einem bestimmten Tag sind gegeben durch diese Formel. Ich erlaube mir einmal, diese so umzuschreiben, dass Parameter enthalten sind, die leichter verständlich sind. R0 ist hier die Anzahl an Personen, die ein Infizierter während seiner infektiösen Zeit theoretisch anstecken würde. Da einige von diesen Personen aber bereits immun sind, steckt er tatsächlich weniger als R0 Personen an. Das ist dann die Nettoreproduktionszahl RT,
die sich ergibt aus R0 mal der Wahrscheinlichkeit, dass eine Kontaktperson noch ansteckbar ist. N ist dabei die Bevölkerungszahl von Deutschland, also rund 83 Millionen, und S die Anzahl der aktuell noch Ansteckbaren. Geteilt durch die Zeit T, in der ein Infizierter ansteckend ist, ergibt dies die Anzahl an Personen, die ein Infizierter pro Tag tatsächlich ansteckt. Um alle Infektionen zu erhalten, muss man noch mit I multiplizieren, da es ja nicht nur einen Infizierten gibt, sondern eben I. Die Anzahl an Infizierten, die an einem bestimmten Tag wieder gesund werden, ist gegeben durch die Formel 1 durch T mal I. Bei einer infektiösen Dauer von 10 Tagen ergibt sich damit ein Zehntel mal I. Das heißt, 10% der aktuell Infizierten werden an einem Tag wieder gesund. Sie können sich das Ganze vorstellen wie ein System von 3 Tanks, die mit 2 Pumpen verbunden sind. Die Neuinfektionspumpe pumpt von S nach I und die Gesundungspumpe von I nach R. S ist ein voller Tank, der mit der Zeit fast leer läuft, und R ist ein leerer Tank, der mit der Zeit fast voll läuft. Der Verlauf im mittleren Tank ergibt sich aus dem Verhältnis von Zu- und Abfluss aus den beiden anderen Tanks. Fließt mehr rein als raus, steigt der Pegel an. Fließt mehr raus als rein, sinkt der Pegel. Wenn genauso viel rein wie rausfließt, ist das Maximum erreicht. An diesem Punkt ist dann die sogenannte Herdenimmunität erreicht. Der an diesem Punkt erreichte Pegelstand im linken Tank ergibt die Herdenimmunitätsschwelle. Fällt die Anzahl an Ansteckbaren unter dieser Schwelle, sinkt der Pegelstand im Tank der Infizierten und die Pandemie klingt ab. Das Modell geht zurück auf eine Veröffentlichung von 2 Mathematikern aus dem Jahr 1927, in der sie den Verlauf der Todeszahlen während der Beulenpest in Bombay im Jahr 1906 mit diesem Modell beschreiben konnten. Nachdem ich Ihnen gerade gezeigt habe, wie dieses Modell funktioniert, zeige ich Ihnen nun, was daran alles falsch ist, beziehungsweise ich werde mich auf die 3 wichtigsten Fehler beschränken. Gemäß SIR-Modell hängt die Zahl der Neuinfektionen pro Tag davon ab, wie viele Personen ein Infizierter im Schnitt pro Tag theoretisch anstecken würde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Kontaktperson noch ansteckbar ist, wie viele Infizierte es gerade gibt. Der letzte Punkt ist allerdings falsch, denn die Neuinfektionen hängen nicht davon ab, wie viele Infizierte es gibt, sondern davon, wie viele Überträger es gibt. Denn nicht jeder, der infiziert ist, überträgt die Krankheit auch. Man muss also die Gruppe der Infizierten eigentlich in 2 Untergruppen unterteilen, nämlich diejenigen der infektiösen Infizierten, die das Virus weiterverbreiten, und diejenige der nicht infektiösen Infizierten, die zwar infiziert sind, aber niemanden anstecken. Durch diese neue Aufteilung erhalten wir einen zusätzlichen Parameter X, der die Aufteilung der Infizierten in diese 2 Untergruppen angibt. In der Nichtüberträgergruppe NI sind X% und in der Überträgergruppe II sind 100-X%, also beispielsweise 70% unten, 30% oben. Da nur die Überträger zu den Neuinfektionen beitragen, erhält man in der Formel für die Neuinfektionen einen zusätzlichen Faktor 100-X%, beziehungsweise einfach 1-X. Ich werde Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zeigen, wie man mit Hilfe dieses zusätzlichen Parameters die Pandemie beenden kann. Zunächst kommen wir aber noch zu Fehler Nummer 2. Vielleicht ist es Ihnen bei der Erklärung des Modells am Anfang schon seltsam vorgekommen, dass 10% der Infizierten jeden Tag gesund werden. Und genau das ist auch das Problem. Stellen Sie sich vor, am Anfang der Pandemie springt das Virus von einem Tier auf 10 Menschen über. Gemäß der Gesundungsformel im SIR-Modell würde bereits am nächsten Tag wieder ein Infizierter gesund werden, denn 10% von 10 Personen sind eine Person. Sie wissen aber genau, dass das nicht sein kann, denn die ersten 10 Tage wird erst einmal gar niemand gesund, da jeder Infizierte 10 Tage infektiös ist. Die Gesundungsformel kann die Realität also nicht korrekt beschreiben und ist somit falsch. Wir können das jedoch recht einfach korrigieren, indem wir im Modell genau das tun, was auch in Realität passiert. Wir nehmen die Infizierten nach 10 Tagen aus der Gruppe der Infizierten heraus und fügen sie der Gruppe R hinzu.
Für die Gesundungsformel bedeutet das, dass wir die Neuinfektionen aus der Gruppe I nehmen, die vor 10 Tagen hineingekommen sind. Das ist I neu von T minus groß T. Das bedeutet in unserem Beispiel oben, dass am Tag 11 diejenigen die Gruppe I verlassen, die sich am Tag 1 infiziert haben. Verwendet man nun dieses korrigierte SNIA-Modell, erhält man diesen Verlauf der drei Kurven, den ich Ihnen bereits am Anfang dieses Videos gezeigt habe. Alle Modellparameter R0, N und T sind exakt gleich, dennoch ergibt sich ein komplett anderer Verlauf. Vergleichen wir dies mit dem SIR-Modell, dann sehen wir, die Infektionskurve steigt viel schneller an, das Maximum ist rund 80% höher und die Pandemie ist deutlich schneller vorbei. Eine Pandemie ist daher in Wirklichkeit viel gefährlicher, als das SIR-Modell vorhersagt. Nachdem wir jetzt ein Modell haben, das alle Gruppen enthält und auch die Gesundung korrekt abbildet, sehen wir uns jetzt die Maßnahmen Impfen und Maskentragen an, um zu verstehen, wie diese sich auf die Ausbreitung des Virus auswirken. So, zum Thema Impfen noch eine kleine Einleitung. Man kann beim Impfen drei Stufen erreichen. Die beste ist sterile Immunität. Das heißt, man kann sich nicht infizieren. Sobald das Virus den Körper betritt, wird es direkt bekämpft und kann keine Infektion auslösen. Die zweitbeste Variante ist, man kann sich zwar infizieren, aber man steckt niemanden anderen mehr an. Und die drittbeste Variante ist, man kann sich selbst anstecken, steckt aber weiterhin andere Personen an, aber man hat zumindest keinen schweren Verlauf. Und diese drei Fälle schauen wir jetzt uns im Modell einmal an. Schauen wir uns zuerst an, was passiert, wenn man durch die Impfung sterile Immunität erreicht. In diesem Fall geht ein Ansteckbarer direkt in die Gruppe R über, denn er ist nach der Impfung ja nicht mehr ansteckbar. Man nimmt dem Virus also einen Ansteckbaren weg. Impft man nun so viele Personen, dass man die Herdenimmunitätsschwelle erreicht, klingt die Pandemie ab. Nun ist es aber leider so, dass bei SARS-CoV-2 keine sterile Immunität erreicht werden kann. Das liegt daran, dass die Impfung eine Immunreaktion im Blut bewirkt, das Virus aber durch die Schleimhäute in den Körper eindringt. Die mukosale Immunreaktion in den Schleimhäuten ist allerdings eine ganz andere als die systemische im Blut. Daher kann sich das Virus erst einmal in den Schleimhäuten ausbreiten und eine Infektion verursachen. Da es aber nicht in die Blutbahn eindringen kann, gibt es keine schweren Symptome oder Schäden an inneren Organen. Da keine sterile Immunität vorliegt, sind Geimpfte immer noch ansteckbar und können somit nicht in die Gruppe R verschoben werden. Das Erreichen von Herdenimmunität durch Impfung ist damit bei SARS-CoV-2 völlig ausgeschlossen. Es wird der Bevölkerung aber der Eindruck vermittelt, als ob man die Herdenimmunitätsschwelle erreichen könnte, wenn sich nur genügend Menschen impfen lassen würden. Das ist jedoch schlicht und einfach völlig falsch. Hier sind wir also beim nächsten groben Fehler. Es werden Modellannahmen gemacht, die in der Realität überhaupt nicht zutreffen. In welchen Tank kommen also Geimpfte jetzt wirklich? Immun sind sie jedenfalls nicht und infiziert auch nicht. Das heißt, sie bleiben einfach in der Gruppe S. Was durch die Impfung aber erreicht werden kann, ist, dass bei einem Teil der Geimpften die Virenlast so niedrig ist, dass sie niemanden mehr anstecken, wenn sie sich einmal infiziert haben. Das ist die zweitbeste Stufe, die erreicht werden kann, und diese Person läuft dann, sobald sie sich infizieren, unten herum durch das Modell, durch den NI-Tank. Dies erhöht den Faktor X und reduziert damit die Neuinfektionen. Bei der Alpha-Variante hat man dies bei über 90% der Geimpften erreicht. Nur weniger als 10% waren noch ansteckend. Bei der Delta-Variante hat sich dies nun aber eher in Richtung 60-40% verschoben. Und diese 40% laufen im Modell oben herum, wie jeder Ungeimpfte auch, der keinerlei andere Maßnahmen einhält. Bei SARS-CoV-2 können also nur die zweit- und drittbeste Wirkungsstufe einer Impfung erreicht werden. Und beide Stufen können in einer Gruppe von Neuinfizierten vorkommen. Diese läuft dann wie folgt durch das Modell. Ein Teil oben, ein Teil unten herum. Nehmen wir jetzt kurz an, dass alle Ansteckbaren geimpft sind und keine anderen Maßnahmen angewendet werden. Dann entspricht X dem Anteil an Infizierten, bei dem die zweitbeste Impfstufe erreicht wurde.
Ob man durch Impfen die Pandemie beenden kann, hängt also davon ab, wie viele Geimpfte in die NI-Gruppe kommen und wie hoch das R0 der Überträgergruppe ist. Generell geht es darum, möglichst viele Infizierte in die NI-Gruppe zu bringen und das R0 der Überträger möglichst klein zu halten. Schafft man es zum Beispiel 70% in die NI-Gruppe zu bekommen, ergibt sich bei einem R0 von 3 in der Überträgergruppe ein effektives R0 von 0,3 mal 3 gleich 0,9. Damit würde die Pandemie abklingen. Bei einem R0 von 4 bis 5, das für die Delta-Variante öfters genannt wird, erhält man einen Wert von 1,2 bis 1,5 und die Infektionszahlen würden wieder ansteigen. Es ist daher theoretisch möglich, die Pandemie durch Impfen zu beenden. Es hängt aber von der Wirkung der Impfstoffe auf die jeweilige Variante und dem Verhalten der weiterhin infektiösen Geimpften ab. Es hat aber mit Herdenimmunität überhaupt nichts zu tun. Warum hören Sie dennoch ständig das Wort Herdenimmunität in der Presse? Beachten Sie bitte hier, dass die Wissenschaftler den NI-Tank nicht in ihrem Modell haben und auch nicht den Faktor 1-x bei den Neuinfektionen. In einer Veröffentlichung des RKI finden Sie zum Beispiel folgenden Abschnitt. Was die Wissenschaftler hier als negative Korrelation entdeckt haben, ist, dass wenn mehr Menschen geimpft werden, die Neuinfektionen unter den Ungeimpften abnehmen. Das ist das Minus X in der Formel für die Neuinfektion. Je mehr Infizierte in die NI-Gruppe kommen, desto größer das X und somit desto kleiner die Anzahl an Neuinfektionen, die Infizierte verursachen. Da den Wissenschaftlern aber die NI-Gruppe in ihren Modellen fehlt, schließen sie fälschlicherweise auf erste Anzeichen einer Herdenimmunität. Der Effekt, den die Wissenschaftler beobachten, ist aber ein völlig anderer. Man nimmt dem Virus durch die Impfung nämlich die Überträger weg und nicht die ansteckbaren. Das sieht man aber natürlich nur, wenn man überhaupt erst einmal zwischen Überträgern und Nichtüberträgern im Modell unterscheidet. Wenn man das nicht tut, führt man den Effekt einfach auf das zurück, was man halt schon kennt, nämlich die Herdenimmunität. So viel zum Thema Impfen. Im zweiten Teil dieser Videoserie erkläre ich Ihnen, wie man eine Pandemie sehr schnell und wirkungsvoll beenden kann, und zeige Ihnen dabei auch den dritten und schwerwiegendsten Fehler, den die Epidemiologen machen.